Ciao miteinander, ich bin Dominik, ich arbeite bei der Innovation bei der IWB und ich erzähle euch jetzt etwas über einen Nanoverbund, den wir hier getestet haben. Der Nanoverbund ist der Zusammenschluss von bis zu 8 bestehenden Heizsystemen. Das heisst, wenn man jetzt Reihenhäuschen hat, dann hängt man die einfach die Heizungen untereinander zusammen. Ich wohne mit meiner Familie in einem Reihenhäuschen und was eben spannend ist an diesen Reihenhäuschen ist, jedes Häuschen, auch wenn es ein schmales Häuschen ist, jedes hat seine eigene Heizung. Und wieso ist das? Wieso kann man die nicht zusammenhängen? Bei unserem Pilot haben wir 2 Gasheizungen und 1 Wärmepumpe. Beim Messen haben wir herausgefunden, dass die eine Gasheizung braucht es gar nicht, die andere macht nur noch Warmwasser und die Wärmepumpe lenkt im ganzen Winter. Und aus dem heraus haben wir dann gemerkt, dass der Nanoverbund auch vermutlich bei anderen Sinn macht. Beim Nanoverbund dienen wir messen statt schätzen. Wir sind flexibler in der Technologie und dementsprechend auch ökonomisch und ökologischer. Meistens kommen die Ideen bei den stupidsten Sachen, wie zum Beispiel Kompostkübel raus tun oder beim Velofahren oder beim Duschen oder einfach überall, wo das Hirn einmal schweifen kann.